Hallo und willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3. Nach den Anlaufschwierigkeiten von jetzt ab selbstverständlich reibungslos und ohne jeden Rückschlag. Also beziehungsweise selbstverständlich mit Rückschlag, aber ohne dass uns das was ausmacht. Die Farbpalette im ganzen Spiel ist ja eher so gedeckt. Ein bisschen dunkle Braun-Grüntöne, gedeckte Violett- und Rottöne. Mal sehen, ob sich das nochmal ändert. Ich gehe jetzt gerade hier rauf, weil ich beim Schneiden der katastrophalen letzten Videos, katastrophal wegen der ganzen Fehler, die passiert sind, entdeckt habe, dass hier oben, man sieht es auch hier so, ein Shiny noch auf uns wartet. Für die, die das nicht kennen übrigens, ich sage die ganze Zeit Shiny, das ist natürlich dann quasi ein Lehnwort aus dem Englischen, aus der Gamersprache Englisch, weil das so in den meisten Spielen irgendwie funkelt und blitzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Hier ist es ja diese weiße, glühende Wolke. So, ich weiß schon, dass man durch Rollen da nicht drauf kommt, deswegen müssen wir wahrscheinlich springen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ah, so geht's schon mal nicht. Zweiten Anlauf. Denn das ist ja ohnehin, warum wir das nicht immer wieder von neuem langweilige Sachen probieren und auf neue Hindernisse stoßen. Hier ist einmal mit einem Hammer. Offensichtlich hält er uns für einen Nagel. Da täuscht er sich aber sehr. So, zweiter Anlauf. Ah, knapp. Knapp vorbei. Das Ganze natürlich ein bisschen gewürzt dadurch, dass die Seelen immer noch unten beim verrottenden Baum im Keller liegen. An der Stelle, an der ich zuletzt gestorben bin. Es sollte jetzt nach Möglichkeit hier nichts ernstlich schief gehen, sonst sind die weg. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber es sind doch 10.000 oder was, die Größenordnung waren es. Also es macht einen Unterschied. Ich habe schon wieder das Mitzählen vergessen. War das jetzt das vierte oder fünfte Mal? Ich weiß es nicht mehr. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass ich was übersehe und es viel einfacher geht. Kommt man von der anderen Seite hier auf dieses Dach. Sieht nicht so aus. Kommt man, wenn man hier... Kommt man nicht aufs Dach. Das geht auch nicht. Ne, ich glaube, ich übersehe nichts. Ich muss es nur treffen. Geht doch. Okay. Okay, zwei verrostete Münzen. Das war die ganze Mühe absolut wert. Ich hatte nämlich noch keine verrosteten Münzen und jetzt habe ich zwei mehr. Je nachdem, wie gut man im Prozent rechnen ist, sind das unendlich viel Prozent mehr Münzen. Okay, so, jetzt die zweite Erkenntnis, die seit den letzten Videos über mich hereingebrochen ist, ist ja, dass der Weg über den Friedhof wahrscheinlich nicht der effektivste ist, sondern vorbei an diesen paar Ratten hier viel schneller geht. Mal schauen, ob das stimmt. Auf jeden Fall bewegen bis hier keine Riesenpfeile, das ist ganz ohne Zweifel ein Vorteil. Gucken, wie es in die Nachricht steht. 17 gute Bewertungen. Kann ich nochmal abstimmen? Mal gucken. Kann ich. Sehr gut. So lange, bis der Autor irgendwas. Ja, das hört es gar nicht. Spiele ich nicht so auf, Hundchen. Oha. Was ist das denn für ein Trupp? Na gut. Mit der Reihe nach erledigen, sonst keine Waffe. Noch einmal mit einem Hammer. Der Kollege weiß es schon, jetzt weißt es auch du. Ich bin kein Nagel. Zu spät. Thank you.
bin nicht sicher, ob das was wird mit dem schneller hier rum. Vielleicht, wenn man an diesem ganzen Kasperl hier vorbeirennt. Aber Tragödie ist, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte meiner Estusflaschen hier verbraucht beim Weg hierhin. Na gut. Ob ich jetzt zurückgehe oder ob ich beim Versuch scheitere und dann den Weg nochmal machen muss, macht eigentlich keinen Unterschied. So, hier hat mir noch zu denken gegeben beim Schneiden: Be wary of bonfire, therefore fog wall ahead. Und dann zeigt das Phantom, also der Schatten hier von diesem Spieler, der die Nachricht hier hinterlassen hat, hier auf diese Wand. Be wary of bonfire, therefore fog wall ahead. Ich nehme an, die genaue Wortwahl ist vorgegeben durch das Spiel. Das war beim letzten Mal so, dass man das aus so Bestandteilen zusammensetzen konnte. Deswegen ist die Grammatik jetzt nicht so ganz kritisch. Der Hinweis scheint zu sein, irgendwo Bonfire und dann gibt es einen Fogwall. Fogwall ist eigentlich hier diese Trennwand, die einen vom Bossfight abhält. Aber wie gesagt, die Grammatik und die genaue Wortwahl können ja auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass das Wort, das der Spieler, der die Nachricht hinterlassen hat, eigentlich benutzen wollte, nicht im Vokabular ist und er deswegen Fogwall genommen hat. Es klingt ein bisschen so, als wollte uns der Spieler sagen, am Bonfire gibt es eine Illusory Wall, also eine Mauer, die man durch Schläge drauf oder durch dagegen rollen einreißen kann. Weiß jetzt. Ja. Kümmern wir uns erstmal um den Baum, weil hier ist ja auch weit und breit erstmal kein Bonfire, deswegen ist das sowieso alles illusorisch. Der Baum hier, es wird eins der Themen, über das man mal reden könnte, wäre Lernen in Videospielen, speziell in diesen Dark Souls-Spielen. Das ist ja weitgehend simuliertes Lernen, insofern als man durch die Levelsteigerung. Was ist jetzt los? Durch die Levelsteigerung das Gefühl hat, man ist besser geworden, weil man mit den Gegnern besser zurechtkommt. So, wo sind die Seelen? Da drüben. Die holen wir uns als erstes mal. Dass das aus dem Weg geräumt ist. Eine Sorge weniger. Okay. Fortschritte. Kann es nicht anders sagen. Drüben ist noch ein angreifbarer Punkt. Jetzt gehen mir allerdings langsam die Estusflaschen aus. Sehr gut.
Einmal noch, komm. Puh. Okay, wir haben die Seele des verrotteten großen Baumes und einen Transposing Kiln bekommen. Aha, was immer das bedeuten mag. 19.000 Seelen, knapp 20.000 Seelen sogar. Okay, gut. So, gibt es jetzt hier einen Bonfire, hinter dem eventuell irgendein Fogwall auf uns warten könnte? Also ganz interessant übrigens, eine Beobachtung, bevor ich über das Lernen rede, was ich gerade angekündigt habe. Eine Beobachtung schon mal über die Lore, das ist ja immer bei Dark Souls ein bisschen dünn gesät. Aber ein Element ist ja, der erste Boss war ein Hund aus dem Boreal Valley, wenn ich das richtig verstehe, ist Boreal... Ein, also kommt aus dem Lateinischen für... Ah, da ist das Bonfire. Das ist man doch direkt. Ist Boreal ein Wort für die nördlichen globalen Regionen? Also Boreal Forests sind die nördlichen Mischwälder. Soweit ich das weiß. Das heißt, zusammen mit dem Vorspann, in dem es ja auch schon hieß, dass diese Pilger nach Norden gehen, um zu sehen, dass die alten Worte stimmen, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Feuer verlischt oder fades, was ich mir das übersetzen sollte, oh, Message. Pray. Aha. Natürlich haben wir einen Vertebra Shackle, das kam vorhin von dem eingefallenen heiligen Sankt, ich habe vergessen, wie er heißt. Bieten wir doch mal an. Denn wenn man nicht googeln darf. Okay. Jetzt haben wir mit dem Covenant unseren Bund gestärkt. Was immer das auch bedeutet und wozu es auch immer gut sein mag. Im ersten Spiel war das ja mehr so ein bisschen Verzierung, abgesehen von der einen großen Plotverwicklung, mit der man eine der Figuren vor dem Wahnsinn retten konnte. Also der Hund aus einem nördlichen Tal, dann hier jetzt ein verrotteter, alter, großer Baum. Das scheint so ein bisschen Naturthema und ein nördliches Thema über diesem Spiel zu liegen. Interessante Frage ist auch, wie wir jetzt hier wieder rauskommen, ob wir da tatsächlich einfach mit dem Bonfire rauswarpen müssen oder ob man irgendwo klettern kann. Ist ja insofern nicht so dramatisch, als man zum Bonfire jederzeit zurück kann. Ja, zurück zu dem Thema von vorhin, das Lernen in Videospielen ist ja so eine zweischneidige Sache. Das eine ist, dass man natürlich besser wird und allein schon dadurch gar nicht mal motorisch besser unbedingt, sondern ich habe jetzt diesen Baum hier, beim ersten Mal hatte ich keine Chance, weil ich gar nicht wusste, was ich machen muss. Beim zweiten Mal dämmerte mir allmählich, dass man diese eigentlich auch ziemlich deutlich hervorgehobenen Stellen angreifen muss. Es hat aber noch nicht gereicht, man braucht es noch ein paar Anläufe und jetzt war es aber eigentlich ein Stück Kuchen, wie man sagt. Das ist natürlich ein Lerneffekt. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo wir hinwollen. Ja. Tja, hilft ja nicht. Wir müssen ja hier raus. Also das ist natürlich ein Lerneffekt, dann der andere Lerneffekt ist natürlich trotzdem auch eine Motorkompetenz, die man erwirbt. Also allein wie man Dark Souls spielt im Verhältnis zu anderen Spielen schon ist ein Lerneffekt. Und dann natürlich für Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit solchen Konsolenspielen haben, den Controller überhaupt erstmal zu beherrschen, diese ganzen Knöpfe auseinanderhalten zu können und recht und schnell den richtigen aktivieren zu können. Das muss auch erstmal gelernt sein. Aber gerade auch bei solchen Rollenspielen liegt natürlich drüber, über diesen realen Lernprozessen, ein total vorgetäuschter Lernprozess. Nämlich der, dass die Gegner auch
einfacher zu besiegen werden, wenn man gar nichts dazu lernt. Einfach dadurch, dass man sich in dieser frustrierenden Anrennerei gegen die Feinde sammelt man ja jetzt in dem Fall hier diese Seelen. Und mit diesen Seelen kauft man sich größere Stärke, größere Geschicklichkeit, Schnelligkeit. Wenn man eine Magierfigur betreibt, eine Magierfabrik betreibt, magische Fähigkeiten, Kräfte. Und allein dadurch scheinen die Probleme leichter zu werden, auch wenn das eigentlich gar nicht der Fall ist. Müssen wir jetzt wohl in diese Richtung? Also ich bin ein bisschen versucht, nochmal nach oben zu gucken, wie jetzt die Lage rund ums Loch ist, aber scheue mich ein bisschen davor, mich wieder durch diese Leute da durchzuarbeiten. Schlimm genug, dass wir an diesen drei oder zwei, hoffentlich nur zwei davon vorbei. So, jetzt mache ich mal einen Knoten ins Taschentuch. Nicht rückwärts gehen, nicht in die Schlucht fallen. Ja, wie immer bei Dark Souls, wenn man denkt, man kann ganz entspannt irgendwie da vor sich hin quatschen und irgendwo durchmarschieren, kriegt man einen drüber. Das war ein sogenannter Stunlock. Das ist ja ein legendärer Mechanismus bei diesen Spielen. Das Traurige ist, dass ich gerade im Moment, in dem ich gestorben bin, gesehen habe, dass wir offensichtlich durchs Besiegen dieses Baumes einen Ember bekommen haben, einen aktivierten. Das heißt, links oben dieses Täfelchen stand gerade in Flammen. Und jetzt ist er dann aber auch schon wieder weg. Kurze Freude mit dem Ember. Ja, das Stunlock ist ein legendärer Mechanismus, ich glaube vor allem aus dem Teil des Spiels, wo man gegen andere Spieler antritt, weil das teilweise möglich ist. Stunlock bedeutet, dass man mit einer Waffe angegriffen wird und aufgrund des Angriffs mit der Waffe, aufgrund der Tatsache, dass man gerade mit irgendeiner Waffe getroffen wurde, wird man so lange bewegungsunfähig, dass der Angreifende einen zweiten Schlag anbringen kann, der einen dann wieder so lange bewegungsunfähig macht, dass er einen dritten Schlag anbringt und so weiter. Das heißt, man hat einfach, solange der angreifende Gegner Ausdauer hat, um weitere Schläge zu platzieren, ist man als Verteidiger komplett wehrlos. Und das ist mir gerade passiert. Er hat mich einfach viermal getroffen und ich konnte nichts dagegen machen. Und ja, das ist natürlich jetzt hier im Spiel so minder schlimm. Wenn einem das gegen einen anderen Spieler passiert, kann das schon sehr ärgerlich sein, zumal wenn die Mechanik so ist, dass man die ein bisschen missbrauchen und ausnutzen kann, wie das offenbar war. Ich verstehe davon aber nicht so viel. So, jetzt muss das nicht nochmal passieren. Aber man muss gerechterweise sagen, dass auch meine Antworten natürlich bei diesen Gegnern zu einem Stunlock führen. Dieser Angriff mit dem Fass. Puh. Das war nochmal eine neue Angriffsvariante gerade, die er produziert hat. Die darf man nicht unterschätzen, offensichtlich. Er hat ja diese Sägeblatt oder was das seine Waffe da ist, mit einer Hand nur geführt und dabei drei, viermal sehr schnell zugeschlagen. Zum Glück mich nicht getroffen dabei. So, jetzt wollen wir noch mal sehen, ob wir noch ein bisschen Fortschritt machen können. Es gibt ja da unten noch diese Schlucht, zu der wir ganz offensichtlich irgendwann kommen sollen. You like poking around in cells, do you? How very genteel. Ein Zyniker. Ein Zyniker mit einem, ja, ich weiß nicht, was das sein soll.
große Fackel, ein Hammer, eine Mace, eine sehr ornamentale. Ah. Taking an interest in her, if you. Her? Well, she's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. After I brought her all this way and got her all ready. She's beyond repair, I tell you. The woman's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. She's beyond repair, I tell you. Ja, das kennen wir schon. Das Prinzip bei Dark Souls Dialog ist ja immer, dass sobald der Figur anfängt sich zu wiederholen, hat man alles ausgeschöpft. Ja. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Tür da aufzumachen und zu hoffen, dass nicht gleich der nächste Boss wartet. Es geht sehr, sehr schwer. Es geht sehr, sehr schwer. Das ist ein sehr kleiner Raum. Es ist jetzt nicht so, dass die Dark Souls-Macher Scheu hätten, in kleine Räume mit Bossen. Huch. Aha. Interessant. Was sagen die Kollegen? Ist das Siegmeier? Ja, guck mal, ein alter Freund. Ein bisschen seltsam, weil ich dachte, dass er in Dark Souls 1, egal was man tut, am Ende stirbt. Aber wir sind ja in einer Welt, in der das auch das Sterben nicht endgültig ist. Auch wenn der Plot von Siegmeier in Dark Souls 1 suggeriert hat, dass er endgültig tot ist. Aber so offensichtlich ist das Siegmeier. Pardon me, I was absorbed in thought. Of course you were. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. I agree. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Ich habe die Lösung, und ich habe auch die Lösung dafür, warum hier eine schon tote Figur wieder rumsteht. Das scheint ein quasi Klon zu sein. Ich glaube, der hieß im ersten Spiel Siegmeier, jetzt heißt er Siegwart. Wenn das mal nicht eine Wagner-Anspielung ist. Das mit dem Lernen übrigens, um nochmal zurück zu den ernsteren Themen zu kommen, ist ja ein bisschen auch ein Problem, weil man dadurch, dass man vorgetäuscht bekommt, dass man was gelernt hat, indem man diese Level aufwertet und dann plötzlich Dinge, die man vorher nicht geschafft hat, schafft, kriegt man natürlich ein gutes Gefühl, man kriegt eine Belohnung. Das ist ja überhaupt das Designprinzip ganz vieler Spiele heute, dass man diese Dopamin, da spricht man immer von dieser Dopaminbelohnung, also von diesem fast rauschartigen, also rauschartig ist jetzt übertrieben, aber diesem abhängig machenden, das ist der Aspekt, auf den ich raus will, chemischen Mechanismus, der einen bestärkt darin, das zu tun, was man gerade getan hat, was diese Belohnung verursacht hat. Und aber eigentlich hat man nichts gelernt. Und das ist möglicherweise ja nicht ganz ideal, weil man vielleicht die Belohnung für erfolgreiches Lernen auf die Fälle beschränken sollte, in denen man auch wirklich was gelernt hat. Und nicht auf die Fälle, in denen man das Lernen nur simuliert hat. Wäre eigentlich eine gute Idee, das mal zu studieren, in irgendeiner psychologischen oder neurowissenschaftlichen Art und Weise. Oder ich könnte mal bis zur nächsten Folge auf jeden Fall eine Literatursuche machen, um zu gucken, ob das schon jemand studiert hat. Weil das, es gibt, wird ja immer wieder diskutiert, was für Folgen Computerspiele haben. Die Konservativen und die so Leute, die gerne mal Behauptungen benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen, reden ja gerne davon, dass Spiele Gewalt fördern und das ist alles, da bin ich fest überzeugt, das ist alles Quatsch. Dafür gibt es entweder keine Belege oder es gibt die gegenteiligen Belege, dass Spiele eher entspannen. Und das sieht man ja auch hier an der Stoic Challenge. Aber this lift only goes down. But you know, with a little warming up,
Eventually. No. No. I've got to use my head and think. Also ich glaube, ich weiß die Lösung schon, deswegen ist es jetzt, aber ich werde das bis zum Ende ausschöpfen, diesen langsam sprechenden Herrn mit seinem Mumble-Mumble. Wir haben ja gerade eine Plattform hier rauffahren sehen, die offensichtlich ist dieser Lift zweiteilig. Das heißt, um ihn nach oben zu kriegen, müssen wir erstmal runterfahren, dann geht er da oben drauf und dann fahren wir wieder rauf. Das scheint der Plan zu sein. Hier ist ein Hebel, mit dem man den Lift rufen kann. Der funktioniert aber im Moment nicht. Also dann können wir das jetzt vielleicht auch direkt einfach machen, damit es mal vorangeht hier. So, aufmerksam sein, Sigwart, und bitte aufs Dach steigen. Während wir mit Sicherheit uns jetzt hier irgendwo feindlicher. So. Kapiert er das jetzt? Ich will sagen, kann man direkt einfach wieder hochfahren und er ist dann weg. Oder. Erstmal in die Ecken gucken, ob da auch sauber geputzt ist oder ob sich da noch irgendwelche Flusen oder Monster rumtreiben. Hier treiben sich offensichtlich Monster rum. Hier wird gestorben. Und wie gesagt, das ist immer eine ganz schöne Warnung, wenn es Blutflecken gibt. Das ist jetzt nur einer. Da ist noch einer. Hier. Wollen wir mal sehen. Das ist auch ein relativ großer Raum. Da wäre auch Platz, um jetzt irgendwie in einen Hinterhalt zu geraten. Critical forehead. Therefore dash required head. Tough enemy head. Critical forehead. So. Das hört sich alles nicht so gut an. Diese Blutflecken gefallen mir auch nicht so besonders, aber wir haben noch vier Estus. Wenn ich gerade davon spreche, füllen wir nochmal auf. Und das ist ja mit Sicherheit so, dass sobald ich hier versuche, dieses Goodie zu bekommen. Ah, er kommt auch so schon. Ein Ember. Den Ember. Zeit. Ein bisschen diese Frostbite. Manager. Ja, nicht, dass sie voll wird. Jetzt ist sie voll. Okay. Das hat wahrscheinlich ja, keine guten Konsequenzen. Das Ärgerlichste in gewisser Weise an diesen Niederlagen ist gar nicht die Niederlage selber, sondern das Wissen, dass man jetzt da wieder hindackeln muss. Nur um dann ein weiteres Mal probieren zu können, welche Taktik vielleicht funktioniert. Der hat sehr viele Angriffe in Folge. Und ich glaube, ich sollte jetzt allmählich auch mal hier ein bisschen klüger sein und meine 20.000 Seelen ausgeben, bevor ich die auch noch verliere. Einen Ember habe ich ja schon eingebüßt. Durch meinen Leichtsinn. Also ich bin jetzt versucht, an den Gegnern da oben, weil die immer so mühsam sind und so lange dauern, vorbeizurennen. Das ist aber natürlich mit 20.000 Seelen da unten vielleicht auch nicht der richtige Moment, das auszuprobieren. Gerade wieder einer von den Gegnern in die Schlucht gefallen. Immerhin das. Ich weiß nicht, ob es der Priester war. Sieht so aus. Das Problem bei denen ist natürlich, dass wenn die mich mal erwischen, dieser Stunlock passieren kann und dann mit zweien von denen auf einmal bin ich garantiert tot. Deswegen ist es so versucht. Ich bin, wir machen es auf die langsame Weise. Thank you.
Okay, das spart ein bisschen Zeit. Der zweite von diesen Kameraden ist gerade ins Land gefallen. Ja, jetzt ist dann aber auch gut. War nicht so wütend. Also, nee. Ich weiß nicht, ob hier gerade technisch irgendein Problem ist. Es ruckelt gerade, die Framerate ist eingebrochen und er hat auch einige Aktionen nicht ausgeführt. Stattdessen habe ich diesen Bloodlust verpasst bekommen. Ich bin jetzt aber gar nicht sicher, ob das was tut. Ich sehe keine direkten Folgen davon. Gut, jetzt sind wir auch erstmal durch hier. Dann können wir da rauf gehen. Wenn ich jetzt die Geometrie hier richtig sehe, kommen wir, ist hier drunter. Dieser Vorraum und der Gegner, den wir gerade hatten, ist im Stockwerk hier drunter. Und ob Siegwart noch da ist oder ob er seine Chance genutzt hat und jetzt nach oben gefahren ist, sieht so aus. Das können wir jetzt natürlich auch machen. Ne, können wir nicht, der Aufzug ist wieder oben. Ah ne, das war jetzt... Interessant. Sehr interessant. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht mehr runter. Das ist eine interessante Problematik. Außerdem habe ich gerade Siegwart auf halber Fahrt gehört, was das bedeutet. Ich hätte ganz gerne meine Seelen wieder spielen. Vielleicht muss ich da abspringen. Das ist jetzt sehr, sehr unerfreulich. Man kommt tatsächlich nicht runter. Uff. Okay. Zum Glück bin ich nicht so schwer vom Begriff wie Siegwart. Es dauert nur wenige Minuten, dann habe ich es auch verstanden. So, Seelen holen und dann vielleicht erstmal nach oben. Weil der Gegner da unten mir noch ein bisschen zu schwierig vorkommt. Den Ember haben wir ja auch. Tough enemy ahead. Dash required ahead. Also die andere Frage ist natürlich, ob das hier ein Durchgangsraum ist oder ist eine große Tür. Das ist möglich, dass die unten in diese Schlucht sich öffnet. Die kriegt man aber mit Sicherheit erst auf, wenn man ihn besiegt hat. Ich gehe erstmal nach oben gucken. Dann kommen wir ein bisschen mit der Erkundung voran. Das ist jetzt übrigens einer von den realen Lerneffekten. Das ist ja ganz schön an dieser Sorte Unterhaltungsmedium, in diesen Spielen, dass man echte Rätsel drin haben kann und die auch echt selber rauskriegen. Und das ist natürlich ganz befriedigend. Okay, hier kann man absteigen unterwegs. Das wäre dann auch noch was, was wir gleich probieren können. Denn hier habe ich ein bisschen Respekt, weil da oben ja wahrscheinlich jetzt dieser Pfeile werfende Riese steht. Oder sitzt. Und ob der das so gut findet, wenn wir ihn da stören. Werden wir gleich rausfinden. Time for death. Das ist jetzt ein lustigeres Spiel. Wer könnte man ihm einfach den Bogen klauen, dann wäre Ruhe da unten. Ganz schönen Blick hat er hier. Hier noch hinter ihm, bevor wir ihn ansprechen. Nix. Hier gibt es nix.
are you? I help anytime. I help anytime. Sehr unerfreuliche Schrauben in den Füßen. Tja. Sure. Hier gibt's auch nichts mehr. Also ich habe beim Inventory durchgucken vorhin auch schon gesehen. Wo sind denn diese Feuer? Oha. Was ist denn da unten los? Moment, wo sind wir hier? Da ist Undead Settlement, da sind wir runtergekommen. Da ist die Brücke. Ah, das ist eine Etage höher. Sieh an. Gut. I help anytime. Well, good. Mal sehen, was das wert ist. Dann können wir jetzt noch versuchen, bei Siegwart abzusteigen. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen unklug sein, aber andererseits muss man ihn ja wahrscheinlich daran hindern, sich wieder zum Obst zu machen. Oh nein! Oh, Spiel. Okay. Die verschiedenen Sorten Gegner in diesem Spiel, das ist übrigens auch so eine stehende Wendung, sind die Monster, die Kamera und die Gravitation. Und die Kamera und die Gravitation sind viel schlimmer als alle Monster. Also runterfallen und von der Spielkamera so übel mitgespielt kriegen, dass man überhaupt nicht mehr sieht, wo man ist und wo die Gegner sind und dann natürlich wehrlos ist, sind die häufigsten Todesarten in Dark Souls Spielen. Direkt gefolgt natürlich von Ratten. Und Hunden und Katzen, Mäusen, Igeln. Dem ganzen Gesindel, das ist ja auch eine der unerfreulichen Komponenten in dieser Welt, dass alles Lebendige in dieser Welt, sobald man ihm begegnet, einen umbringen will. Du sollst da nicht stehen bleiben, du sollst halt so runterfallen, oder? Wird wohl nix. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. So, und jetzt ist so endgültig das letzte Mal. Wenn ich jetzt meine Seelen wiederbekomme, dann werden die erstmal eingetauscht. Das wird mir zu gefährlich. Man wirft mit Blumentöpfen. Titanite Shards ja immer für das Fake-Lernen in diesem Spiel, also für das Upgrade aller Waffen. Ja, das ist auch, wir haben ja schon mal über die politische Komponente gesprochen, dass es hier auch um Herrschaft geht. Ein Problem, das Computerspiele ja immer haben, ist, dass sie sehr gern Interaktivität vortäuschen wollen. Also die Oh, das ist ein etwas nerviger Aufzug.
Ich dachte, der wäre jetzt wieder in dem Zustand. Sollen wir nochmal machen? Die Frage ist jetzt auch, wo meine Seelen sind. Wahrscheinlich oben am Aufzugsrand. Dann schon mal hier gucken, wie wir das gleich richtig machen. Das ist ungefähr, wenn man an diesem Zwischengeschoss vorbeigefahren ist, dann kann man im Prinzip schon abspringen. Mal hier eine Portion zu uns nehmen und dann mal gucken. Und hier vorbei. Ja, geht doch. Hier, so. Und wo ist sie? Da ist er ja. Kollege. Oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. You're so smart. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. Mm-hmm. How now? Think twice before you go down that road. Ja, also Joker's to the left of me. Nee, ich kann den Text gar nicht. Jedenfalls auf allen Seiten nur Blödsinn. Wenn wir da jetzt runterspringen, ist das sicherlich unwiderruflich. Also abgesehen von Homeward Bones, damit kommt man ja überall raus, aber der sieht noch unerfreulicher aus als das Monster im Keller. Die Frage ist aber auch, weil der Aufzug ja jetzt vorbeigefahren ist, ob wir hier überhaupt sicher nach unten kommen oder ob wir gar keine andere Wahl haben. Das könnte nämlich durchaus auch sein. Ob man hier nicht einfach nochmal stirbt sonst. Ich sehe hier keine Zwischenetage und es ist definitiv zu weit, uns zu springen. Das heißt, wir haben nicht die Wahl. 22.500 Seelen habe ich aber auch keine richtige Lust. Kann man nicht vorbei, weil es so aussieht. Oje, oje. Wenn man das jetzt, wenn ich jetzt hier sterbe und dann muss ich diesen Sprung. Irgendwas ist da hier noch. Nix. Ein roter Hering in Mauerform. Na gut, also ich werde wahrscheinlich hier Homeward bonen, aber bevor ich das mache, kann ich ja schon mal ein bisschen erkunden. Immer in der Hoffnung, dass das kein bitteres Ende nimmt. Die Kisten sind alle leer. Schon mal gut zu wissen. Stapf, stapf. Hier geht's einfach nur runter. Da ist ein verlockendes Ding. Für den Fall, dass man einen brauchen könnte. Yes, I should have. Well, it's too late now. I seek word of the Knights of Katarina. Right by your side. What?
dich doch! Nicht hauen! Wo ist denn dieser Katalina? Ah, da ist er ja. Das ist ein übersichtlicher Kampf, ich habe auch gar keine Health Bar. Uff! Okay. Sieh mal an. Wer hätte das gedacht? That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. Mm-hmm. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sieg, boy. To your valor, my sword. And our victory together. Yes. Yes, my friend Sigward. Ah, so einer bist du. Grossly incandescent. Okay, eine Geste haben wir gelernt. Das ist ja ein Schatz. So, jetzt würde ich es begrüßen, wenn es hier irgendwo ein Bonfire gäbe. Erleichtern. Wie ist es? Wie ist es? Spiel. Komm, ist doch ein guter Schlusspunkt hier auch. Gönn mir ein Bonfire. Hier ist bestimmt keins. Hier ist eine Sackgasse. Sieht schlecht aus. Hier ist ein ganz großes Bonfire. Vermutlich nicht benutzbar. Hier ist noch ein Shiny. Komm zu mir, Shiny. Ein großer Knüppel. Hört sich gut an. Bonfire? 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 Bonfire. Oh, come on. Well, I'm going to have myself a little nap. Of course you are. Da oben ist noch ein Shining. Das prokrastinieren wir noch schnell runter. Falls das geht. Es geht. Also Kleiderlieferung. Tja, da wollen wir hin. Aber man lässt uns nicht. Gut, dann bleibt nur ein bisschen Health habe ich ja noch. Ich habe ja notfalls einen Homeward Bone, den ich dann so wie gerade wahrscheinlich nicht auslösen werde. Wobei es gerade hat das Spiel das verhindert. Weil eine Cutscene, weil das Sigward ein Red Bug Pellet. Lauter rätselhafte Dinge. Weil dieser Sigward geskriptet und da runterspringen musste. Ja, Bonfire, 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 Bonfire. Oh. Oh, oh, oh. Also, wenn ich die Situation hier analysiere nach Dark Souls Designprinzipien, dann fallen die alle von der Decke, sobald ich da hinten versuche, dieses Ding zu kriegen. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich will erst ein Bonfire mal 20.000 Seelen versorgen. Wofür? Say.
Wenn das mal kein. Es gab ja in Dark Souls 1 dieses lustige Mechanismus, dass von den Schatztruhen, die überall rumstehen, manche ein Monster sind, das aussieht wie eine Schatztruhe. Gehen wir mal davon aus, dass das hier der Fall ist. Ist es aber nicht. Genau das passiert, was ich im anderen Raum erwartet hatte. Was natürlich jetzt sehr lustig, das muss ich jetzt direkt ausprobieren. Es wäre ja sehr lustig, wenn das das Spieldesign hier wäre, das in dem Raum passiert, in dem man nicht damit rechnet. Das lässt mich doch angreifen. Gehen wir auch wieder mit diesem Naturthema. Äste als Geweih in hölzernen Simulacra von Leichen. Das ist auf jeden Fall hier das Designprinzip, ist irgendwie Natur, Verwesung, Zerfall und mit Frostbite und Boreal Valley und so. Das waren gar nicht alles, waren nur zwei davon. Für einen nutzlosen Preis. Sehr gut. Ja, nach diesem ganzen Mord und Totschlag immer noch kein Bonfire. Be wary of Duo. Es geht also gerade so weiter. Duo. Oh. Was habt ihr denn für welche? Ich habe zwar nicht mehr so viel. Ist das übrig allmählich? Oh, 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 wir haben ganz schön viel Haar. Das ist nicht leer. Also, Spiel. Übersehe ich hier was oder ist, kann das wirklich so weit sein zum nächsten Bonfire? Normalerweise ist das doch am Ende, nachdem man. Also, ich meine, gut, der Boss ist jetzt natürlich weg. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich hier durchkomme, käme. Ich möchte es eigentlich ungern nochmal machen, aber. Jetzt ist es nämlich schon nur noch einer. Allerdings bin ich echt jetzt allmählich auch mit meiner Haut am Ende. Ich könnte natürlich. Komm. Pop. Nein! Oh, ich bin doch zurück. Sei nicht so gemein zu mir. Ja, das war jetzt wieder die Kamera als größter Feind des Spielers. Das gibt's doch nicht. So, jetzt muss aber dann 28.000 Seelen, keinerlei Health-Items mehr, einen Ember geopfert.
Ich verlange, ich fordere, ich verlange ein Bonfire. Hier ist möglicherweise dann irgendwie noch so ein Secret zu holen. Sieht so aus, als könnte man da vielleicht hochsteigen. Aber ich meine, diese Holzkonstruktion kann auch gar kein Bonfire sein. Es sieht leider schlecht aus. Eieieiei. Wir werden am Ende doch noch hier Homebot bauen müssen. Gar nicht gesehen, was das war. So schnell ging es. Ist ein bisschen wie man aufs Klo muss. Geht die Aufmerksamkeit flöten. Man guckt die ganze Zeit nur noch Bonfire, Bonfire, Bonfire. Tja. Und jetzt? Wieder irgendwo und wieder hoflich runterspringen. Ohne zu wissen, was danach kommt. Heidewitzka! Das ist da drüben das Dach, von dem aus man runterspringen kann. Und soweit ich das sehe, ist das mit nichts verbunden. Das heißt, da müssen wir auch nochmal zurück und nachgucken. Das scheint einfach nur eine Sackgasse zu sein, in der dann mit Sicherheit noch irgendwas Wertvolles zu finden ist. Ja, mir bleibt keine Wahl, als solange ich noch Health habe, also solange ich noch die Möglichkeit habe, wenn ich angegriffen werde, weiter zu gehen. Haben wir den Homeward Bone im Anschlag. Oh, jetzt geht mir auch noch die Health hier runterfallen weg. Das ist alles nicht so schön. Eieieiei. Bonfire, 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 Bonfire. Tja, wie soll ich da jetzt runterkommen? Keine Leiter. Bones jedenfalls. Und dann würde ich sagen, ist an dieser Stelle diese Folge erstmal zu Ende, weil das mache ich jetzt alles nicht. Also ich habe auch gar nicht die Wahl. Ich kann da nicht runterspringen, das werde ich nicht überleben. Auch wenn es so aussieht, als könnte man vielleicht auf diese Plattform da springen, aber ich habe so wenig Health, dass ich wahrscheinlich nicht mal das überstehen würde. So ärgerlich das ist. Lassen wir es damit gut sein. Jetzt hat der Gameclip sich auch abgestellt, das macht aber nichts, denn damit ist jetzt erstmal zu Ende. Das ist ja ein guter Schlusspunkt. Ich level jetzt auf und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Story Challenge, wenn es weitergeht, an einer der vielen Baustellen, die jetzt hier offen sind. Können wir sehen, welche wir nehmen. Tschüss, bis dann. Danke fürs Zuschauen.